Servus Leute, wie geht's? Schottspitz wieder, Rolle Mingmatz und ich heiße heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftsoberung. Heute wollen wir uns jetzt erstmal rein mal gucken, was hier so auf dem Kasten hat. Alter Verwalter, heute haben wir wieder selber gut gefüttert mit Festungen ohne Ende. Ja. Und aber bevor wir natürlich angreifen, gibt es natürlich eine wichtige Sache, die wir natürlich gucken müssen. Als Oberherrn haben wir Garl, den Henker. Okay, nice. Kann man auf jeden Fall machen. Epische Wut, große Stärke. Das ist eine ekelhafte Kombi bei einem Berserker. Ogbur, der Donnerer. Panische Angst vor Morgaifliegen. Also, gucken wir mal. Ist natürlich so ein Punkt, da sind, glaube ich, keine Morgaifliegen in der Nähe, ne? Aber wer weiß. Obwohl, warte mal, das ist... Ach doch, ich glaube, da sind welche sogar. Ich werde es vielleicht ausnutzen. Bubol, der Mörder. Viele Berserker. Es sind viele Berserker hier drin wieder, gell? Garsch, der Rüstmeister. Möchte ja auch, dass ich ein bisschen drüber gucke, was jetzt, welcher jetzt gut ist oder welcher nicht, oder beziehungsweise was man dabei verbessern kann, auf jeden Fall bei der Festung. Große Stärke, die Kreuzigkeit macht beim Bestienmeister absolut Sinn. Das ist halt kein Uruk, der gegen Talions gut ist, ne? Benommenheit durch Schlaf und Erschöpfung, das wird halt ausgenutzt. Außer natürlich, er hat was hat in der Fast. Ja, gut, morgen erfliegen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ugol, der Legendäre. Ist halt ein Fährtensucher, ne? Mit Dickhäutigkeit könnte was sein, muss aber nicht. Urmas, Furcht vor Ghulen. Diese Furchtsachen, das ist halt, muss ich halt immer wieder sagen und betonen, diese Benommenheiten, dann ist der Uruk eigentlich platt. Der ist komplett für die Tonne eigentlich. Also wenn du auf, sag ich jetzt mal, cool ist der auf jeden Fall, aber der ist halt nix im Nahkampf, ne? Also im Kampf gegen Talion verliert der immer. Spürhund, nice. Sieht auch cool aus. Furcht vor Karagor, das ist auch... Das ist so eine Benommenheit, die ist absolut ekelhaft. Ich mag das Schwert von dem hier. Sehr geil, der Rasche. Ah, hier ist so der Königsschlechter. Das sieht natürlich auch sehr geil aus. Was mir halt persönlich bei der Festung auffällt, sind halt, dass bei den Statistiken ist hier teilweise sowas. Benommen, Furcht vor Spinnen, kränklich. Das sind halt so Sachen, das könntest du allerhöchstens vielleicht durch eine... Dings kompensieren, wie heißt es, durch ein Gift her oder Giftwert, da könntest du es kompensieren, das sollte klappen. Arkaios Unerbittlicher, okay. Fluchmeister. Ja, beim Fluchmeister bin ich halt immer so ein Fluchschaden, naja gut. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Cool, der Fälscher sieht geil aus. Halt in Flammbar, ne? Das sind halt immer so Sachen, sage ich jetzt mal, wenn die halt auf sowas treffen. Wenn du schon einen Uruk hast, der beispielsweise in Flammbar ist, dann ergibt es beispielsweise auch keinen Sinn, den neben einen Zerstörer zu setzen, der Feuer hat. Ja. Besonders bei Feuer. Gura, die Flamme des Krieges sieht geil aus. Die Statistik finde ich sehr schön bei dem. Ja. Es passt sehr gut. Da ist bei den... Die Flammen des Krieges, die sind auch gar nicht so schlecht. Also da kannst du wirklich auch das mit dem Pferden sogar ganz so über... Kann das sehr gut kompensieren. Furcht vor Hinrichtung. Furcht vor Hinrichtung. Ja, die hier hin... Also diese Furchte, da muss ich echt sagen, das ist sehr furchtlastig, diese Festung. So auf den ersten Blick. Der hier aber dagegen sieht sehr stark aus. Mit Furcht infiziert. Die wird nochmal zeigen oder fliehen. An sich hat er eine schöne Statistik, der Kerl, ne? Die Statistik ist gar nicht schlecht. Aber der ist halt... Ja, wenn der halt einen anderen sieht, der halt abhaut, ist der halt auch direkt benommen. Es ist... Ich muss jetzt mal im Nahkampf testen. Muss jetzt mal testen, weil es kann ja auch alles immer so... Das sind ja alles Theorie, was ich sage. In der Praxis sieht es ja immer gerne immer wieder anders aus. Es heißt ja auch nicht, dass das hier Uruks sind, die jetzt... Ich meine, die Festung ist bei 655 Verteidigungswertung. Das muss schon ein bisschen was heißen, ne? Also... Was wären jetzt so... Also es ist jetzt... Ja. Also was es da angezeigt hat so am Anfang. Oder war das sogar mehr? Ich weiß es gerade gar nicht. Warum du jetzt auf einmal K.O. bist, verstehe ich auch nicht. Sag mal... Ja, okay, der ist... Schnell jetzt platt gewesen, der Kerl. Wir mischen's auf. Mischen's gut auf. Wir zwei mischen's auf. Alles klar, nice.
Cool, aber auch mal so ein verrücktes Geschwätz zu hören. Ich aufgemischt. Ich sehr, sehr aufgemischt. Aufgemischt. Der ist mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack gegangen mit seinem Aufgemischt, ey. Nice, sehr gut. Das Problem ist halt, ich persönlich bin auch so der Ansicht, wenn man Uruks hat, die empfindlich sind gegen Hinrichtungen, dann sind das keine Uruks, die du sonderlich gut in den, die du sonderlich gut gegen andere Talions verwendest, weil, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie oft verwendet ihr eine Hinrichtung jetzt mal so im Schnitt bei einer Eroberung? Ist eigentlich fast, im besten Fall ist das, glaube ich sogar, könnte man sagen, fast jeder fünfte Angriff ist eine sollte eigentlich so eine Hinrichtung sein eigentlich. Also, schätze ich jetzt mal. Bei den meisten jedenfalls wird es so aussehen. Glaube ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt keinen, der ohne die Hinrichtung da was macht. Ja, wir kommen hier ziemlich gut durch. Jetzt auch nicht so eine starke. Naja, gut, es ist jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch mal eine Nurentruppe. Ja, guck mal hier, der Schlechter, das habe ich vorhin gesprochen. Ich sag jetzt mal, der Punkt 2 war jetzt deutlich schneller einzunehmen als Punkt 1. Also mal gucken, was er hier jetzt. So, lass mich jetzt mal schauen. Boah! Alter! Oh, scheiße, wie ist denn der geflogen? Gun, heute bist du gut drauf, Alter. Sehr gut. Scheiße. Aber ja. Viel Spaß mit dir. Und vergieß dein Blut auf dem Feld. Und ich lasse auch deine Leiche brennen. Das glaube ich nicht. Pass mal auf, was ich mit deiner Leiche mache jetzt. Mensch. Woo! Nice. Was mir auffällt ist, es sind kaum Schildträger hier drin. Ich glaube, wenn du hier ein paar mehr Schildträger reinmachen würdest, dann sähe die Sache wieder anders aus. Und ein Meuchler. Ja. Was hier, glaube ich, fehlt, sind echt ein paar Schildträger. Irgendwas, was uns an Ort und Stelle hält, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit vorgeprescht. Das wäre jetzt so meine Idee. Und halt wirklich Uruks einsetzen. Auatsch. Die Sau hat mich gerade verflucht. Oh, mir schlottern die Knie. Geb ich jetzt besser auf? Ja. Besser ist es. Yo, was hier abgeht, ey, geil. Yo, scheiße. Aber ich verstehe. Ah ja, okay. Der da könnte. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte, dass wir jetzt hier so gut durchbrechen. Vorhersehbar, Grabwandler. Ich wusste, dass du auf mich lauerst.
Schwein! Okay, der hier scheint gar nicht schlecht zu sein. Hat zwar ein bisschen Probleme mit Feuer, aber das ist auch nichts, was man nicht mit bisschen Feuer her bearbeiten könnte bei dem. Den Rüstmeister würde ich behalten, glaube ich. Der hält jetzt gerade drei meiner Leute hier zurück. Ich glaube, der hat auch ein, das ist auch ein Dreier-Uruk, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, dass er drei... Merkt man schon... Ja, der hat nämlich drei epische Eigenschaften. Also, nicht drei epische Eigenschaften, sondern er hat drei Tipps. Auf den würde ich gehen. Ganz ehrlich, ja. Der hat auch hier vor allen Dingen Giftfest, Frostfest, Feuerfest. Fluch wird selten von Talions verwendet. Und auch als Kommandant ist der halt gut dafür geeignet, halt Dings zu Burgen zu verteidigen. Und halt, ich habe es gerade eben gelesen, dass ich hier keine Chance habe, den irgendwie aus dem, wie heißt es, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Aber was soll's, man kann es ja mal probieren. Und man hat gesehen, ein Schildträger kann echt... um den Ansturm zu verringern, kannst du den einsetzen. Und der Kerl da, der ist auch nicht ohne. Glaube ich jetzt mal. Kruck, der Schädelspalter. Yo! So. Verflucht seist du und deine Sippe. Nee. Ich mag dem sein Schwert. Okay, der hält schon ein bisschen mehr aus als manch andere. Was ich halt hier noch als andere Problematik sehe, ist, dass hier wenige mit Legendär ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt es halt aus, dass ihr die auf Legendär aufschiebt. Ich meine, im Zweifel verdient man Miran so schnell. Aber, sag mal ganz schön so. Du willst das mit mir aufnehmen? Dann breche ich dir das Genick. Ich finde, der sieht halt geil aus, ne? Als Donnerer, so ein Donnerer, der mit einem Speer ist. Geil. Ich begreife es nicht. Wie konntest du mich schlagen? Mit viel Spaß an der Freude. Junge, der macht so Harakiri an dem, Alter. Schön aufgeschlitzt. Und ich würde davon absehen, dass du mehrere Speere auf einem Haufen hast, glaube ich. Alter. Auch wenn du ein großer Krieger bist, zusammen werden wir dich brechen. Oh, geil, der ist ja nett. Der hat gesagt, dass ich ein großer Krieger bin. Nein, ich bin ein Lappen eigentlich. Nee, das war der andere. Der Schnitter ist ein Kommandant sogar. So endet es. Krieger gegen Krieger. Ich bin es leid. Okay. Also ich würde dir auf jeden Fall ans Herz legen, erst einmal alles, was wirklich durch Elementarattacken wirklich richtig Probleme hat, ja, sei im schlimmsten Fall wirklich Benommenheiten, da würde ich echt hingehen und sagen, ich würde die rausschmeißen eigentlich. Benommenheiten, das ist wirklich der Katze tot hier. Der Katze tot?
Hubol, der Mörder. Da hatte ich jetzt eigentlich erwartet, dass der deutlich länger durchhält. Das hätte ich jetzt echt erwartet, dass das echt ein Problem Uruk darstellen könnte. Aber halt das Problem mit Feuer, das ist... Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, das wird, glaube ich, würde auch helfen, damit ich nochmal ein bisschen Überblick finde. Was nutzt ihr eigentlich am liebsten? Nutzt ihr auch den Hammer? Nutzt ihr Feuer? Nutzt ihr Feuer relativ viel oder geht ihr da tatsächlich eher auf Gift oder Frost? Weil das wären auch so Sachen, wie man dann auch tatsächlich Festungen bauen kann, um die möglichst die gesamte Bankbreite, sage ich jetzt mal, Antalions zu bekämpfen und vielleicht auch die Festungen dann so, sage ich jetzt mal, so zu konzipieren, dass man... Nicht in unsere Festung, Bleichhaut! Sieh zu, wie ein echter Krieger einen Menschen zerfleischt. Okay, lol. Weil ich kann das, weil manchmal muss ich da auch so ein bisschen nochmal so überlegen, okay, was, ich kann ja nicht für alle sprechen. Reißen die Arme und Beine ab für all deine Taten. Okay. Nein, danke. Ich brauche die noch. Jo, der macht das gerade schon wieder. Geil. Da liegt auch noch ein Kopf. Geil. Jo. So. Aber die Benommenheiten sind jetzt nicht so krass durchgekommen. Was mir viel, viel mehr aufgefallen ist, dass die durch, dass viele der Uruks extrem schnell viel Schaden genommen haben. Aber woran das liegen kann, keine Ahnung. Wie hast du es so weit geschafft? Ach egal. Jetzt ist es vorbei. Ihr könnt ja auch mal gern eure Beobachtungen dabei reinschieben, weil du wolltest ja ein bisschen, dass wir da schon ein bisschen. Schon ein bisschen Kritik. An sich finde ich die Uruks cool. Also, ich finde es auch schön und das muss man auch immer wieder hervorheben. Keine Online-Uruks. Ja. Trotz allem ist halt das ein bisschen schade, dass halt bestimmte Uruks dann halt so Immunitäten haben. Also nicht so Immunitäten haben. Also für dich jetzt, für mich ist das gar nicht schlecht. Okay, das könnte. Scheiße. Was geht jetzt ab? Scheiße, ich habe ja gar keinen Leibfleisch. Yo, was hat der für Schaden gekriegt dadurch? Warte mal kurz, ich muss mal kurz was. Autsch. Ich möchte mir mal die Kombination hier nochmal angucken. Wir haben hier den Fährtensucher Gal, die Flamme des Krieges. Das ist gut. Und den Karagor-Zahn. Die hast du hier dran gemacht. Das ist nicht schlecht. Mit Furcht infiziert. Okay, lass mich mal gucken. Ich finde, die Kombi ist gut. Die Kombi ist echt gut, weil der halt hier keinen hat, der benommen ist oder abhaut. Dadurch ist der hier ziemlich gut hingewählt worden. Und als Schildträger gar nicht schlecht. Was ich besser gefunden hätte. Was meine Idee gewesen wäre, Gal, der Henker, der hat jetzt natürlich ordentlich gegen mich gesuffert. Ich hätte dem tatsächlich noch einen Brecher. Ein Brecher hätte ihm, glaube ich, eher was gebracht als die beiden. Und, aber die Idee mit dem Armbrustschützen finde ich gut. Ah, dich hole ich mir jetzt, Alter. Du bist jetzt Ende im Gelände, Junge. So. Nice. Okay, ja, hat Spaß gemacht, trotz allem. Also was heißt trotz allem, es hat Spaß gemacht. Was ich halt dir ans Herz legen würde, wäre tatsächlich Uruks rausschmeißen, die halt wirklich jetzt, sag ich jetzt mal, wirklich Benommenheiten haben, wie Furcht gegen Hinrichtung, Furcht vor Gift, dann besonderen Schaden durch... Keine Ahnung, Gift, Feuer, wenn die kränklich sind oder leicht entflammbar. Das sind halt so Sachen, die du kannst außen vor lassen, finde ich persönlich. Ein bisschen das mit dem Schleichen. Das kann funktionieren, wenn der Talion, der angreift, da sage ich jetzt mal, ein bisschen versiert ist in der Richtung. Dann wird er auf jeden Fall ein krasser Gegner sein. Ich würde dir aber echt empfehlen, das Feuer ist immer so eine Sache, weil
wie oft kann man Feuer einsetzen in so einer Eroberung? Und das ist mir hier aufgefallen, dass es hier wenig gab, die wirklich feuerfest waren. Ich würde wirklich mit dem, würde wirklich dahin gehen und sagen, ey, wenn das ein Feuerfester ist, pack den rein. Und vielleicht den einen oder anderen Schildträger mehr. Und müssen natürlich nicht immer alles Schildträger sein, weil das ist auch manchmal nicht immer so optimal, aber gut, was soll's, ist auch Geschmackssache. An sich hoffe ich, hat's gefallen. Ich hoffe, lasst Like, Wertung, Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei, macht's gut, eure Lemmings, bis zum nächsten Mal und ciao.